Ja, der Nächste, der jetzt kommt, was muss man da wissen? Der ist seit 20 Jahren Nachwuchskünstler und der hat eigentlich alles schon erlebt. Er hat angefangen als Limbo-Tänzer auf Betriebsweihnachtsfeiern und Sessellift-Einweihung. Der hat, also das ist eine harte Schule. Dann ist er diplomierter Harfenist und hat auch eine Ausbildung als Kinderpsychologe gemacht auf einer Privatschule. Aber manchmal redet er auch einfach nur auf der Bühne. Freuen wir uns jetzt auf meinen lieben Kollegen Andreas Rebers. Das war gut. Karl Marx ist tot, Karl Moik lebt. Sie haben das im Gefühl, ich habe Hoffnung für unser Land. Ja, dass es nach vorne geht, mit schlechter Laune. Ja, da kommen wir doch nicht weit. Ja, aber mit dieser guten Laune, mit diesem... Wie ist das bei Ihnen? Ist das genetisch? Ja, trauen Sie sich, wir sind unter uns. Jawohl, jawohl, das ist nicht, das ist das, was unser Land braucht. Nicht dieses Streben nach vorne. Ich kenne auch andere Kulturen, so ist es nicht. Atemlose Stille. Aber ich sage, Obacht, Freunde der Kulturen. Menschen, die so eine Kultur haben, sind doch gute Taschendiebe. Ach, da kann man schon mal klatschen, nicht? Ich kann Ihnen nur sagen, also in der Ausländerkriminalität beträgt also der Ausländeranteil, glaube ich, 100%. Nicht, das ist also eine ganz sachliche Information. Ich meine, bei diesen Fingerfertigkeiten, da kann man was sagen. Ich sage, solange die Balkankralle am Instrument ist, ist doch alles in Ordnung. Nicht, aber so ein Konzert ist doch mal zu Ende, nicht? Nicht, da gehen Sie an eine Garderobe und sagen, oh, 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 oh. Schauen Sie mal, meine Kinder gehen zur Schule. Ja, das gibt es auch noch. Deutsche Kinder in der deutschen Schule kommen nach Hause, sagen, wir haben ein Lied gelernt aus Afrika. Ich sage, Jungs, singt das mal vor, ihr kleinen Kinder. Nicht, da singen sie, wer hat die Kokosnuss geklaut? Jetzt geklaut! Nicht gegen ein Aktienpaket eingetauscht oder durch eine Feindin. Nein, geklaut. Das Problem in Afrika ist doch nicht, dass geklaut wird. Das Problem ist, dass schon alles mal geklaut worden ist. Nicht, und Robert Mugabe probiert es gerade zum dritten Mal. Nicht, und Sie wollen nicht mitklatschen. Warum? Jetzt überlegen wir doch mal zusammen, weil wir doch hier so schön sind. Nicht links und reich. Das ist doch schön. Links und reich ist doch Bingo. Was scheiße ist, ist arm und links. Nicht? Ganz scheiße ist arm und rechts, da kommt die Doofheit noch dazu. Nicht? Aber das ist... Aber reich und links, ich meine. Ja, das ist die Dynamik, die wir brauchen, meine lieben Freunde. Ich sage es mal so, gucken wir mal nach Osten. Ich bin für die Globalisierung. Warum soll sich der Pole nicht freuen? Nicht? Und der Jugoslawe erst recht. Jetzt überlegen wir doch mal, dass auf dieser künstlerischen Basis in Jugoslawien eine funktionierende Verwaltung entstehen soll. Wo ist denn Ihr Dienstbeginn, Freunde? Ja, da blickt doch keine Sau durch. Schauen Sie mal, so klingt eine funktionierende Verwaltung. Nicht, das ist hier, hier ist der Akte, da ist der Akte, bring mir die Akte. Ach, meine Akte, komm, meine Akte, oh, meine Akte. Ja, da freuen wir uns, nicht, meine kleinen Wühlmäuse. Aber ich sag Ihnen mal was,
Der Russe, der hat in seinem Land viel mehr Bodenschätze als Holland. Nicht? Und trotzdem bringt das so nix. Bis auf Fußball. Nicht, woran liegt das? Da werden Sie jetzt sagen, aha. Aber ich sage nein. Ja? Sagen Sie nicht, der Russe selbst. Das ist Rassismus, das wollen wir in diesem Land nicht mehr. Nicht, das wollen wir, das haben wir, das wollen wir nicht mehr. Nicht? Aber vielleicht hat es was damit zu tun, dass man es erahnen könnte. Ja, man hört, wann man sein Geld wiederkriegt. Und das ist eben der Unterschied, und dazu sei uns die Kraft gegeben. So klingt ein gedeckter Scheck. Jawohl! Dankeschön. Komm runter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Einmal die Maus. Einmal die Maus. Auf. Und das zweitwichtigste. Der Scheck. Der Scheck. Bitte. Der Scheck. Das ist der Einbauschrank für das eine Kinderzimmer. Das ist ja super. Dafür musst du auch noch eine Zugabe spielen. Ja, das mache ich dann. Hast du was vorbereitet? Ja. Andreas, super. Herzlichen Dank. Ich stoße mit der Zunge an das Gaumensegel an. Und meine Schneidezähne sind ein bisschen schief. Immer wenn ich spreche, spucke ich die Menschen an. Denn meine Speicheldrüsen sind hyperaktiv. Und sollten Sie jetzt denken, ich bin sprachgestört, dann haben Sie noch nicht meine Frau gehört. Sie lispelt, das ist so witzig. Und wenn wir uns küssen, ist im Mundraum schwer was los. Sie küsst mich. Das ist so kitschig. Unsere Liebe ist so grenzenlos groß, grenzenlos groß, grenzenlos groß. Denn in der Liebe gibt es keine Buchstaben, der stört. Gibt es keine Buchstaben, der stört, der keinen stört. In der Liebe. Liebe, da weiß die Zunge, wo sie hingehört.